Gülesan-Üxknürz, armer Friedhelm, die Baustelle. Was denn los, volle Pistöle? Wer wart? Sprengt doch gleich das ganze Haus in die Luft, Saftärsche! Die Baustelle wird zugewacht. Adieu! Ist das nicht wunderbar, Herr Moskin? Aber muss das mitten in der Nacht sein? Aber es ist doch schon 9 Uhr. Trotzdem könnten diese Arschlöcher etwas mehr Rücksicht nehmen. Schließlich gibt es Leute, die nachts arbeiten. Aber seht doch nicht, Herr Moskin. Trotzdem. Freuen Sie sich denn überhaupt nicht, wenn heute Abend wieder alles so ist wie früher? Wann früher? Bevor Straße aufgerissen. Das ist doch nicht früher. Richtig früher. Das wär's gewesen. Und alle sind da und freuen sich. Ah, Tschokese. Es gibt ja auch nicht mehr allzu viel, worüber man sich freuen kann. Heute Abend ein großes Fest. Was für ein Rest? Fest bei uns im Hof. Ich habe gesagt, dass wir Kartoffelsalat machen. Wer ist wir? Na, du natürlich nicht, Gisela und ich. Und was dazu? Zum Kartoffelsalat. Kartoffelsalat solo? Sind wir hier in Bangladesch? Ihr könnt von mir aus essen, was ihr wollt, aber ich will mindestens eine Bockwurst dazu, oder? Schinkenknackern, paar. Aber wir sind mindestens 50. 100 Bockwürste, Friedhelm. Dann musst du mir aber noch Geld geben. Also, Moment mal, können wir das jetzt bitte noch mal von vorne anfangen? Ihr macht heute Kartoffelsalat. Mhm. Gisela und ich, ja. Und ich habe gesagt, wenn schon Kartoffelsalat, dann möchte ich was dazu haben. Gebratene Scholle vielleicht. Notfalls würde ich ja auch schon mit einer Schinkenknacker zufrieden sein. Vielleicht ist das ja zu viel verlangt, wenn du mir eine Scholle braten müsstest. Also, Scholle ist gar nicht machbar. Wie stellst du dir das vor, wenn wir für alle Scholle braten sollten? Da muss ich ja einen ganzen Abend am Herd stehen, selbst wenn ich mir noch eine Bratpfanne borgen würde. Habt ihr in der Zone nur Makrelen gefressen? Eine Scholle ist so ein kleiner, flacher Fisch. Und wenn Doris Schollen gebraten hat, dann hat das nie länger als 5 Minuten gedauert. Da wart ihr aber auch nur zu zweit. Und wir sind allerhöchstens, wenn alle mitessen, sind wir 3. 50, Friedhelm. Oder mindestens 40. Außerdem macht, sofort Maßnahmen am Unfallort, Carmen Schneppel Buletten. Und wenn wir dann... Carmen Schneppel kann sich von mir aus Pferdeäppel machen. Was geht das mich an? Sie macht Buletten. Buletten! Wer ihre Buletten würde ich nie mal essen, wenn ich kurz vorm Verhungern wäre. Was meinst du, woraus sie die macht? Aus Sisal, Hanf oder... Grünkorn. Du musst sie auch nicht essen. Es gibt so viel Verschiedenes. Jeder steuert was bei. Wobei? Zu unserem Straßenfest. Worüber? Worüber reden wir denn die ganze Zeit? Ja, über Kartoffelsalat. Was denn für ein Straßenfest? Das, worüber du vorhin mit Gülisan gesprochen hast. Ich habe mit Gülisan über überhaupt kein Fest gesprochen. Ganz bestimmt
nicht über ein Straßenfest. Du hast ja auch gar nichts damit zu tun. Gisela stiftete Kartoffeln. Von dir brauchen wir nur die Schüsseln, die kriegst du ja wieder. Aber wenn die ganze Nachbarschaft feiert, dann müssen wir auch was beisteuern. Die Nachbarschaft? Eine Feier mit der Nachbarschaft? Sind wir denn hier in der Ostzone? Wollt ihr denn jetzt alles von euch bei uns einführen? Nun malen wir uns schon grüne Pfeile an der Ampel. Reicht denn das immer noch nicht? Jedes Wochenende ist Subotnik Sonnabend. Freiwillig arbeiten und dafür umsonst. Subotnik ist das russische Wort für Samstagsarbeit und wir wollen nicht arbeiten, wir wollen feiern. Ich finde das ganz normal. Das nennst du normal? Nichts ist normal, wenn alle was gemeinsam machen müssen. Normal ist, wenn man feiern will, dass man sich ein paar Freunde einlädt und dann hula hopp, hoch die Tassen. Welche Freunde? Jedenfalls keine Zonendödels. Die hat uns nun mal alle gemeinsam gestört. Nur ist sie weg. Jetzt feiern wir das gemeinsam also. Ich finde das sehr schön. Weil man bei euch schon als Baby drauf gedrillt wird, bloß nichts alleine zu machen, alles mit anderen zusammen. Das ist ja schon ein Wunder, dass bei euch die Klos Türen hatten. Und jetzt versucht ihr den Scheiß bei uns einzuführen. Ihr gebt doch erst Ruhe, wenn ganz Deutschland Ostzone ist. Nur weil wir gemeinsam feiern wollen. So fängt es an. Und wo hört es auf? Mit einem Hauswart, der genau Buch führt über alles, was jeder im Haus sagt oder tut. Das wäre doch was für dich, Friedhelm. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Und das war nicht früher bei den Nazis. Andere Wörter vielleicht, aber gemeint war das Gleiche. Ich hab so Heimweh nach der Leninallee. Die einzige Gemeinschaft, die mir gefällt, bin ich. Und darum feiere ich nur mit mir selber. Und nicht mit verblödeten Nachbarn. Naja, wie du willst, du musst es wissen. Es ging ja nur darum, dass ich Kartoffelsalat machen muss. Für 50 Personen. Du sagst doch nicht nacharbeiten und deine Kartoffeln nehme ich ja nicht. Aber mein Besteck und auch Essig und Öl. Vielleicht sogar Salz und Pfeffer. Wirst du das überleben? Das macht jeder was. Mascha beispielsweise Pelmenis. Das sind so kleine. Ja, ich weiß schon, was Pelmenis sind. Das sind so eine Art russische Raviolis. Kommt die denn auch? Die haben doch ihren Laden gegenüber. Sie hat gesagt, dass sie ein paar Pelmenis mit einer Überraschung füllen will. Extra für dich? Für mich. Ich weiß auch nicht, was die an dir findet. Na schön. Soll ich dir nun Bockwürste besorgen oder Schinkenknacker? Das hat ja wohl noch Zeit. Von mir aus. Na, was sagst du dazu? Das war noch ein Anblick, über den man sich noch freuen konnte. Gülüsan hat eben gesagt, wenn er gewusst hätte, dass ich bald abreise, hätte er lieber mit mir allein gefeiert. Ich mache übrigens immer etwas Fleischbrühe in die Soße. Mit einem Würfel. Ich auch. Vielleicht wird dir ja Berlin ein bisschen fehlen, wenn du erst wieder in Bonn bist. Hast du das denn nicht gehört? Vor ein paar Tagen war das erst im Fernsehen. Angeblich will der Bundeskanzler nun doch nach Berlin umziehen. Aber das wollte er doch immer. Und dann wird Bonn evakuiert, sagt Martin. Und ob wir wollen oder nicht, müssen wir wohl oder übel mit in dieses Moloch. Aber von wegen immer. Das wollte er zuerst überhaupt nicht. Der wollte doch nicht weg. Aus Bonn. Niemand wollte das. Aber darüber ist doch abgestimmt worden im Bundestag. Ach, das tun sie doch immer, abstimmen. Das hat doch nichts zu bedeuten. Was haben die schon alles abgestimmt im Bundestag? Und? Ist was passiert in den letzten Jahren? Allerdings, da hatte ja auch niemand damit gerechnet gehabt, dass die für einen Umzug nach Berlin stimmen. Außer mein Martin. Der hatte auch den Bundeskanzler extra gewarnt. Er sollte jedenfalls die Abstimmung verschieben, bis die Kommunisten von euch nicht mehr mit abstimmen dürfen. Ohne die wäre das auch nicht so gekommen, sagt Martin. Ich habe da zufällig vor dem Fernseher gesessen und habe gesehen, wie die alle rauskamen. Völlig fertig. Tränen überströmt. Sogar die Reporter vom Fernsehen haben geweint an dem Abend. Und der vom ZDF hat gar kein Wort mehr rausgekriegt. Vor Wut nur noch geschluchzt. Und die einzige von der ganzen SPD, die was taugt, sagt Martin. Die Buchhalterin von denen. Völler-Schulze? Nee.
Aber sie hat einen Doppelnamen und ist mit einem berühmten Fußballer verwandt. Matthäus Meyer. Du kennst sie auch? Kenn nicht, aber hab schon von ihr gehört. Bei euch aus dem Osten weiß man ja nie. Stell dir vor, neulich habe ich eine Frau getroffen aus dem Osten. Die hatte noch nie einen Tatort gesehen. Die hat gesagt, Szymanski wäre ein Boxer und Friedrich Nowotny der neue Präsident von Polen. Rudi Carell hatte sie zum ersten Mal vor ein paar Wochen gesehen. Die hatten eben immer nur Ostfernsehen. Tja, sowas hat's gegeben. Da weiß man gar nicht, worüber man sich mit solchen Leuten unterhalten soll. Hm. Was war denn jetzt mit der Matthäus Meyer? Mit wem? Ach so, ja. Die hat sich als einzige richtig beherrscht, hat sich vor die Kamera gestellt und gesagt, dass das letzte Wort noch längst nicht vom Tisch ist. Wegen der könnte man fast in Versuchung kommen, die Sozis zu wählen, hat Martin gesagt. Und? Hat er? Da kennst du Martin schlecht. Das war doch nur so ein Witz von ihm. Der hat überhaupt viel Humor. Wäre denn ein Umzug nach Berlin wirklich so eine Katastrophe? Also für Martin und mich wäre das ehrlich gesagt schon zu machen. Aber für die meisten anderen. Wir sind nämlich nächstes Jahr, glaube ich, vielleicht sogar schon dieses. Da haben wir alles abbezahlt bei Wüstenrot. Und Martin sagt, dass so viele Leute aus Berlin flüchten werden, wenn wir kommen, dass er unser Haus zu einem annehmbaren Preis los wird. Weil wir ja alles bezahlt haben. Aber was meinst du, wie viele an ihrem Bausparvertrag noch Jahre abzahlen müssen? Und Hypotheken obendrein. Und dann sollen sie alles im Stich lassen, aber trotzdem weiter bezahlen? Das ist doch unmenschlich. Da versinkt ja die ganze Region in so eine Art Hanelzone, sagt Martin. Sahelzone. Was für Zone? Bonn und Umgebung, wenn der Bundestag und die Regierung nach Berlin umziehen, sagt ihr Martin. Und was ist Bonn jetzt? Metropolis? Da kann ich ja lange suchen. Friedhelm, was machst du denn mit unserer Salatsauce? Wenn das die Salatsauce war, was macht die in der Schüssel, in der ich mir die Füße wasche? Musst du dir ausgerechnet heute die Füße waschen? Ich dusche sogar immer vor einem Fest. Ach, der geht doch gar nicht. Oder gehst du doch? Gisela glaubt nämlich, dass du das Fest arrangiert hast, ihretwegen. Ist doch nur scheißegal, ob gefeiert wird, weil die Baustelle zu ist oder weil die endlich abreißt. Dann haben wir eben zwei Gründe, über die man sich freuen kann. Aber keine Schüssel für einen Kartoffelsalat. Die würde nicht mal reichen. Im Wohnzimmerschrank steht die Schüssel für Bohle. Gehst du nur oder gehst du nicht? Ach, leck mir am Arsch. Weißt du, warum Friedhelm so wütend ist? Der ist doch nicht wütend. Der ist immer so. Hol ich mal die Bohlenschüssel. Da ist ja noch die Mauer drauf. Deshalb hängt es da. Zur Erinnerung an die herrlichen Zeiten mit euch dahinter. Und uns hier. Das kann man so und so sehen, Friedhelm. Allerdings gibt's bei uns auch welche, die genau wie du die Mauer wieder haben wollen. Aber mit einem Schlitz drin, damit wir das Geld durchstecken können. Ihr immer mit eurem Geld. Wir haben uns das auch sonst etwas anders vorgestellt. Mit euch. Wir uns auch, Friedhelm. Mit euch. Wir haben nämlich gedacht, ihr tickt wie normale Menschen. So normal wie ihr? Da kannst du jeden fragen, der mit euch was zu tun hat. Die haben alle die Schnauze voll von euch und nicht wegen Geld, sondern weil da oben bei euch was nicht rund läuft. Du bist wohl erst zufrieden, wenn wir so werden wie ihr. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist, die DDR gibt es nicht mehr. Vielleicht ist dir noch nicht aufgefallen, dass es die BRD auch nicht mehr gibt. Es ist ein ganz neuer Staat. Wir beide zusammen, ob wir das nun wollen oder nicht. Es gibt weder den einen noch den anderen Staat mehr. Und da finde ich es eben überhaupt nicht normal, wenn im Westen eure Gewerkschaften beispielsweise hitzefrei verlangen wie im letzten Sommer oder wegen Ozon sich weigern, im Freien zu arbeiten. Wahrscheinlich sind in Afrika, Sizilien und so gar nicht so viele arbeitslos, wie immer gesagt wird. Die machen hitzefrei, weil diese Streiks den Abstand zwischen uns größer machen statt kleiner. Ja, die müssen doch streiken, damit sie sich euch überhaupt leisten können. Vier von uns müssen immerhin einen von euch durchfüttern. Ist irgendjemanden von euch schon mal in den letzten Jahren die Idee gekommen, dass wir auch noch auf der Welt sind? Also da kommt man ja nun schwer drum rum, Friedhelm. Es kommen ja andauernd welche zu uns aus dem Westen.
Nimm mal beispielsweise das Haus, in dem Frau Emsgötters Schwester Sabine Frischkorn wohnt in Dresden-Radebeul. Das ist an den alten Eigentümer zurückgegangen. Die haben allen fristlos gekündigt. Als niemand ausgezogen ist, sind die morgens um 6 mit dem Lautsprecherwagen vors Haus gefahren und haben dröhnend alten Kampflieder abgespielt. Bau auf, Bau auf, Bau auf, Bau auf, freie deutsche Jugend, Bau auf, wir bauen für eine bessere Zukunft. Da stopft man sich Watte in die Ohren. Aber die haben im Takt der Musik den Sicherungskasten im Hausflur und sämtliche elektrische Kabel, die man sehen konnte, mit Äxten zerschlagen. Kein Strom im ganzen Haus tagelang kein Strom. Friedhelm, die konnten nicht mal fernsehen. Die hätten sich doch bloß von den neuen Ostsendern aufhetzen lassen. Und 2 Tage später haben die die Wasserleitung im Keller aus der Wand gerissen. Alles stand unter Wasser, nur aus den Leitungen kam keins mehr. Und dann haben sie den Müll in den Mülleimern angezündet. Frau Emsgötter ist extra runtergefahren, um sich das anzugucken. Ich sage dir, grausam! Dann hätten die die Polizei rufen sollen. Rufen können, natürlich. Aber ob da wer wann kommt? In dem Revier hat die Polizei ein einziges Auto. Meistens müssen die Polizisten mit der Straßenbahn zum Einsatz fahren. Findest du das in Ordnung, Friedhelm? Wieso erzählst du mir das eigentlich? Was hab ich damit zu tun? Ist doch nicht mein Haus. Heiße ich Karstadt, Gruner, Quelle oder Allianz? Ich heiße Motzki und ich habe noch nicht einen Pfennig an der Scheißeinheit verdient. Im Gegenteil. Was habe ich denn davon, dass die Mauer weg ist? Dass die Polen jetzt lieber nach Berlin fahren, anstatt nach Warschau? Immerhin kannst du jetzt durch ganz Berlin fahren, wann immer du willst. Brauchst keinen Eintritt mehr zu bezahlen, wirst nicht mehr kontrolliert. Ja, und was soll ich da? Mir angucken, wie die Lodenlümmels Rapspflanzen am Brandenburger Tor oder am Potsdamer Platz Schrebergärten einrichten? Das tun die doch gar nicht. Noch nicht, aber wart's mal ab. Bei diesem Senat voller Dorftölpel können die sich bald alles erlauben. Dass du Ausflüge machen kannst in der herrlichen Umgebung. Im Herbst kannst du sogar in die Pilze. Ich esse keine Pilze. Naja. Muss dich eben mit uns abfinden. Wir müssen uns ja auch mit euch abfinden. Wir sitzen in einem Boot, Friedhelm. Aber wir rudern und ihr popelt in der Nase. Naja, mit dir kann man eben nicht diskutieren. Das muss mir ausgerechnet ein Ossi sagen. Ihr wisst ja nicht mal, was das Wort bedeutet. Wann habt ihr schon mal diskutiert in den letzten 50 Jahren? Du hast mir immer noch nicht gesagt, was ich für dich besorgen soll. Bockwürste oder Schinkenknacker? Wieso denn? Ich denke, ich kriege Pelmenis. Mhm. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Müssen wir nicht besonders Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Bitte. Vielen Dank. Kein Kartoffelsalat. Aber ich habe ihn doch selbst gemacht. Schmeckt er Ihnen? Doch, sehr sogar, aber im Augenblick habe ich keinen Appetit drauf. Die Schüssel ist doch gründlich ausgewaschen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so, aber in meinen schmutzigen Arbeitsklamotten wollte ich nun doch nicht hier erscheinen. Ist das alles Champagner? Nein, leider nur Sekt. Wer hat den Arsch denn eingeladen? Ich? Es war doch seine Baustelle. Trotzdem gehört er nicht zur Nachbarschaft. Dass ich mit so einem am gleichen Tisch sitzen muss, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber Herr Motzki, Herr Fink war ein ganz normaler Offizier bei der Armee. Sagt er. Und warum ist er nicht bei der Bundeswehr? Das verstehe ich auch nicht. Unsere Uniformen sind doch viel schicker. Das können Sie nicht abstreiten. Wahrscheinlich würde ich heute ja sagen, wenn man mich noch mal fragen würde. Früher, das waren eben andere Zeiten. Also, wenn Herr Fink keine Verbrechen begangen hat, dann muss man doch irgendwann mal sagen, also, das war nicht sehr schön, was Sie da gemacht haben, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt wollen wir uns wieder vertragen. Sie müssen ja nicht sagen, er ist mein Freund. Aber Sie müssen auch nicht sagen, er ist mein Feind. Sie sind ein Deutscher, Herr Motzki, und Herr Fink irgendwie auch. Wollen Sie Feinde bleiben bis zu Tod? Das können Sie nicht verstehen, Herr Yüksknirs. Aber ihm und seinesgleichen haben wir doch den ganzen Schlamassel zu verdanken. Also so ein richtig großes Tier kann er nicht gewesen sein. Sonst wäre er was Besseres geworden als Oberaufseher von einer Baustelle. Wenn ich einen richtigen Beruf gelernt hätte, wäre ich heute arbeitslos. Trotzdem gehört er zu den Bonzen. Die haben doch auf der Tribüne gestanden. Wir sind ja nur vorbeimarschiert. Glauben Sie, wir hätten da gestanden, wenn Sie nicht vorbeimarschiert wären? Du bist da mitmarschiert?
Na und? Meistens war schönes Wetter, jedenfalls am 1. Mai. Dann hat man einen Haufen Leute gesehen, die man lange nicht gesehen hatte. Dann gab's Bockwurst, Bier, Brause, Bräuler. Eigentlich war's immer ganz fröhlich. Und warum habt ihr das gemacht? Glaubst du, du hättest das nicht mitgemacht? Meinst du? Ja, sicher. Gott, da stehen wir ja doch nachträglich die Haare zu Berge. Und wenn das richtig ist, was du von deinem Martin erzählt hast, dann wäre der einer von denen gewesen, die auf der Tribüne gestanden hätten. Ach so? Auf alle Fälle wäre er vorne wegmarschiert, bei der Kampfgruppe seines Betriebes. Betriebskampfgruppe Bundestag. Bei uns hätte es ein Martin weit gebracht. Mein Martin? Der war ja nicht mal auf dem Gymnasium. Seine Mutter hat mir mal gesagt, dass er sogar die 8. Klasse Volksschule nur mit Ach und Krach geschafft hat. Gerade drum. Deswegen wäre er bei euch mehr geworden als bei uns. Aber war das nicht Glückssache, wo man geboren wurde als Deutscher? Sie im Osten hatten das Pech, da auf die Welt zu kommen. Und Sie, Herr Motzke, hatten das Glück, dass Sie im Westen geboren sind. Was heißt denn Glück? Dass wir irgendwo reingeboren worden sind. Wir konnten uns das ja nicht aussuchen. Na schön. Ich bin auch nicht hier geboren worden. Ich komme aus Tempelhof. Aber hinterher musste man ja da nicht bleiben. Oder ist bei euch nie jemand getürmt? Was hättest du wohl gesagt, wenn wir wirklich gekommen wären? 16 Millionen mit Klappliegen unterm Arm. Und hätten bei euch geklingelt und gesagt, hier sind wir. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Land zu verlassen. Aber wollen Sie ernsthaft behaupten, dass man die DDR so einfach verlassen konnte, wenn es einem da nicht mehr gefiel? Ein kleines Risiko war schon dabei. Aber wie viele sind denn wirklich an der Mauer erschossen worden? Ein paar hundert höchstens. Die anderen sind doch durchgekommen. Und heute? Da bringt ihr täglich Hunderte auf unseren Straßen um. Mit unseren Autos, gekauft von unserem Geld. So, Schluss damit. Du heißt Friedchen, ich heiße Mascha. Na, здоровье. Na gut, man ist ja kein Unmensch. Aber suchen Sie sich Ihre nächste Baustelle schön weit weg aus. Die Zeiten sind vorbei, ich suche nichts aus, ich befolge Anweisungen. Ab morgen sind wir in Karlshorst. Da kennen Sie sich ja aus. Ja. Und wir können morgen an einem Mittwoch ausschlafen. Werden nicht geweckt durch dem seinen verdammten Baulärm. Ja, doch nicht hier! Wir haben es uns gerade